Es ist das Derby, auf das sich alle gefreut haben. 460 Zuschauer am Eckener Platz zur Halbfinalpartie zwischen dem TSB Flensburg und dem SC Weiche Flensburg. Die Gastgeber haben noch vor zwei Wochen in der Oberliga mit 4:1 gegen die Weiche Zweitvertretung gewonnen. Auch Kelvin O'Gara war dabei, der Mann, der bei Weiche bis zuletzt in der Jugend gespielt hat. Nun also mit dem zweiten Wiedersehen innerhalb kürzester Zeit. Damit trifft er auch auf Jonah Gieseler, der Rechtsaußen ja schon mit zwei Vorlagen im Pokal für den Mann für die Tore, Christoph Kram. Der zweite der Oberliga, in blau von rechts nach links gegen den zweiten der Regionalliga, in weiß mit O'Gara. Gut gesehen, Wolf versucht's mal, drin das Ding, 1:0 TSB Flensburg. Ein absolutes Überraschungstor. Rasmus Wolf, der 19-Jährige, versucht es einfach mal und profitiert von den schwierigen, rutschigen Bedingungen. Florian Kirschke, sollte so ein Fauxpas eigentlich nicht passieren. Das weiß der Keeper auch selber. Und das dann ausgerechnet im Pokal doppelt bitter. Der Underdog führt und bekommt gleich die nächste Chance. Ball rutscht durch für Holze. Das gleichzeitig die letzte Chance vor der Pause. Weiche stellt um und kommt besser rein in die zweite Halbzeit. Eckball für Schulz. Radmann zur Stelle, der Mann mit Weiche und HSV-Vergangenheit im TSB-Kasten. Gut verlagert. Conny Hills, super Abschluss. Posten, richtig Glück gehabt. Es wäre das dritte Pokaltor für Marcel Conny Hills gewesen. Es soll einfach noch nicht so sein. Weiter Einwurf. Und der landet bei Rehfeld. 120 Einsätze in der dritten Liga für Aalen und Bremen reichen an Erfahrung nicht, um den Ball hier unterzubringen. Nächster, weiter Einwurf. Wieder Rehfeld, Radmann, Möller. Und dann ist der Ball vorerst geklärt, geht noch weiter. Es gibt noch die Chance für Gieseler. Es ist eine Schlammschlacht bei schlechten Bedingungen im TSB-Strafraum, die allen Beteiligten anzumerken ist. Hermann, der Rechtsverteidiger, startet das Solo, wird gelegt von Spoth, es gibt Elfmeter. 76. Minute, es wird nochmal richtig eng für den TSB Flensburg. Richtige Entscheidung von Alex Ruppelt, der Schiedsrichter entscheidet nur auf Elfmeter und das ist eine Sache für Christoph Kramer, Ausgleich. Was für ein wichtiges Tor. Dabei hat Radmann sogar die Ecke. Es ist das siebte Pokaltor im dritten Spiel für Christoph Kramer. Das Fußballspiel als solches kein sonderlich gutes. Die Pokaldramatik aber unnachahmlich. Eckball, Fleige. Und der Treffer zählt. 2:1. Der Ball war hinter der Linie. Hendrik Fleige, 82. Minute. Er war schon der Matchwinner gegen Kielja im Pokal. Und hier erneut, weil der Ball hier hinter der Linie gewesen sein soll. Wir können es natürlich nicht vollständig auflösen. Es war aber gleichzeitig die letzte Chance der Partie. Der TSB Flensburg gewinnt das Stadtduell mit 2:1 gegen den SC Weiche Flensburg und steht damit im Pokalfinale. Ich denke, dass wir heute alles reingeschmissen haben, was wir hatten. Das war ein Spiel mit kompletter Leidenschaft. Jeder hat für jeden gekämpft. Die Fußballpassagen haben wir auch nicht gefehlt. Wir haben auch einen vernünftigen Ball in der ersten Halbzeit gespielt. Das ist in der zweiten Halbzeit mit der 1:0-Führung im Rücken auch schwerer wird. Der Druck immer höher wird. Das war auch von vornherein klar. Am Mittwoch wird dann der Gegner des TSB Flensburg ausgespielt. Er heißt entweder VfB Lübeck oder Heider SV.